Aber es war schon ein cooler Trip. Muss man dem Spiel lassen. Ich will mal kurz gucken. Was haben wir denn noch Schönes? Ach, Siberia hätten wir ja auch noch zur Not. Lacuna hätten wir noch. Ja, es war sehr cool. Ich bin am Überlegen. Weiß nicht, wollen wir ein bisschen Geschichtsunterricht machen? Ich meine, zu den Videos, die wir erst geguckt haben, wird es ja gut passen. Bloß, wie gesagt, die sind, zumindest das eine Spiel, es ist ja mehr oder weniger also zwei Spiele vom gleichen Entwickler. Das eine Spiel kenne ich schon und das ist sehr anstrengend und ich schätze mal, das zweite wird genauso sein. Also, es ist jetzt ja nicht wirklich für jeden geeignet. Aber wenn du sagst, klar, wir gucken erstmal in das erste rein. Das kenne ich ja schon. Und mal sehen, wie weit wir das schaffen. Es könnte sogar sein, dass wir das heute durchschaffen. Ich will erstmal noch den Titel fix anpassen. Spaß. Ich glaube, dann würde ich die Spiele nicht so wirklich anfassen, wenn es um Spaß geht. Also die Spiele sind dann wirklich, haben einen großen Aufklärungseffekt, weil man sich da gut reinversetzen kann, wie es damals war. Und dadurch, dass wir ja heute auch schon kurz mal das Thema hatten mit Diktatur und die sollen sich doch einfach mal alle zurückerinnern, wie es zu DDR-Zeiten war, dann wüssten sie, dass sie momentan in Kenia sind. Also schon aus dem Kontext heraus würden die beiden Spiele heute auch noch gut reinpassen, von daher. Müssen wir mal sehen, ob wir danach noch das 45er spielen. Glaube, das schaffen wir heute sowieso nicht mehr zeitmäßig, aber ob wir das dann morgen klein noch spielen wollen oder ob wir da erstmal so 2-3 Tage. V březnu 1939 obsadilo nacistické Německo zbytky Československa. Vládcem nad vyhlášeným protektorátem Čechy a Morava se později stal Reinhard Heydrich, prominentní nacista a jeden z hlavních strůjců holokaustu. 27. května 1942 provedli českoslovenští parašutisté na Heydricha úspěšný atentát. Odveta byla brutální. Více než 1500 lidí bylo popraveno, 3000 židů byly posláni do koncentračních táborů. Nacisté vyhladili české obce, lidice a ležáky. Protektorátu zavládl strach. So, ich hoffe, jetzt habe ich es tonmäßig besser hingekriegt. Wir stehen jetzt schon bei 28. Ihr könnt mir weiterhin sagen, wenn es zu laut ist, dann regle ich das noch ein bisschen runter. Ich glaube, es kann immer noch ein Stück, oder? Ahoj, nezapomeň se večer stavit za babičkou, potřebuje pomoc s tím balením a stěhováci přijedou už zítra ráno. Já jdu za dědou do nemocnice. Máma. Wie ist Lautstärke technisch? Ich gehe zumindest mal auf 25 runter. Dass der innere Monk beruhigt ist, so ist gut. Okay.
Also das Radio würde ich niemals wegwerfen. Es ist ein tolles Radio, kann ich es behalten? Jo, může si ho nechat. To jsme s dědou poslouchali, než ho odvezlo Gestapo. Die Alte ist süß. Vidím to, jako by to bylo dneska. Děda hrál na klarinet nějakou písničku, kterou já jsem neznala. Drücke Enter zum Fortfahren oder klicke auf die Sprechblase. Okay, leg das mal einen Moment hin. Wie wär's, wenn du mir ein bisschen hilfst? Hm? Ruhe. Wohl jemand von der Post. Er weiß doch, dass du frei hast. Da stimmt was nicht. Glaub ich, werde lieber Enter drücken. Spinnst du? So ein Krach und auch noch so eine Punkt-Punkt-Punkt-Musik gerade jetzt. Hä? Weißt du nicht, was passiert ist? Schalt das Radio ein! Května, asi v 10 hodin 30 minut byl spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora a generála policie SS Obergruppenführera Reinharda Heinricha. Zastupující říšský protektor projížděl svým autem směrem z Panevických Břežan v městské části Stará Libeň a právě chtěl odbočit do ulice v Holešovičkách. Tu se postavil vozu v cestu muž, jenž se pokoušel vystřelit z automatické pistole na osoby sedící ve voze. Současně hodil druhý muž proti vozu třaskavinu, která při nárazu vybuchla. Po atentátu prchal jeden pachatel Kirchmajerovou třídou v ulici v Holešovičkách, patrně směrem do města. Druhý pachatel uprchl na připraveném velocipedu směrem k městské čtvrti Stará Libeň. Tento pachatel byl muž střední velikosti, měl na sobě tmavě šedé šaty a tmavý klobouk. Druhý pachatel měl na sobě tmavé až tmavohnědé šaty a hnědé střevíce. Na dopadení pachatelů se vypisuje odměna 10 milionů korun, která je stanovená na údaje z řad obyvatelstva, jenž povedou k dopadení pachatelů. Mein Gott. Ach, 27. května. Ach nee, jetzt fängt es wieder von vorne an, glaube ich, oder? Ja. Tatsächlich, ein Attentat. Begreifst du, was das bedeutet? Ich habe Angst, dass sie sich furchtbar rächen werden. Flugblätter. Du musst sie verstecken. Ich halte sie auf. Jetzt geht los. Verstecken der Flugblätter. Ich hatte nur wenige Augenblicke Zeit, um die Flugblätter zu verstecken. Du musst entscheiden, wo Ludmilla die Flugblätter verstecken soll. Das Versteck wählst du durch Klicken auf ein passendes Objekt aus. Ofen. Der Ofen war nicht das beste Versteck, aber wie durch ein Wunder haben sie ihn nicht durchsucht. Du erhältst eine Münze. Když se vrhli do pokoje, začali na mě křičet německy, já jsem se začala bát. Oni otevřeli kříně, začali všechno vyhazovat, pak dědu odvedli a já jsem si nikdy nemyslela, že ho uvidím až po válce. Finde heraus, warum die Gestapo Großvater verhaftete. Finde heraus, was Großvater mit dem Attentat auf Heidrich zu tun hatte. Ich bin jetzt gerade mit der Kamera umgezogen, weil hier oben manchmal Sachen kommen, die freizuschalten sind. Die können wir dann in einer Enzyklopädie nachlesen.
Wer war der Nachbar, der bei euch geklingelt hat? To byl Málek od vedle, všechno znáš, zavákl si Němců do zadu, i nějaký články psal do novin takový. Měla jsem z něj strach, jako by nás pořád pozoroval, pořád na nás se díval. Po válce byl taky obžalován z kolaborace. Po, když jako dědu zatkli, tak si pro něj taky přišel, kde vzkazil, Bůh ví, co s ním a on vůbec měl. Ich glaube nicht, dass der den Großvater denunziert hat, weil sonst hätte der ja nicht erst vorher bei uns geklingelt. Glaubst du, dass er mit der Gestapo zusammengearbeitet hat? Aber wir nehmen lieber das. Těžko říct. Nevím, proč by to dělal. A za války ale možný všechno. Ale mně stačí, když ho potkávám na schodech. Nebudem se o tom bavit. Gewonnene Information. Großvater war im Protektorat von der Gestapo verhaftet worden. Großvater hatte in der Wohnung deutschfeindliche Flugblätter versteckt. Großmutter deutet an, dass Großvater womöglich von seinem Nachbar Malek denunziert wurde. So, das sind jetzt die drei Orte, zu denen wir gehen können. Glaube ich. Wieso jetzt nur zwei weiß sind. Wollen wir so machen, dass ihr entscheidet, gerade bei solchen, wo wir als nächstes weitermachen? Aber wie gesagt, das Spiel kenne ich ja schon. Das ist. Bei einigen Sachen werde ich noch überlegen müssen, wie sie funktioniert haben. Malek geht nicht, aber wir können. Eigentlich sieht gut aus. Also die Maus. Der Mauspfeil wird zumindest zu einer Hand. Wollen wir Malek gleich mal machen? Josef Malek, Nachbar der Jelineks aus der Nebenwohnung, im Krieg Journalist der Narodni Pravde. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich glaube, es bleibt nicht, aber egal. Guten Tag. Soll mein Großvater im Krieg bei der Gestapo denunziert haben, glaube ich nicht. Gegen sie wurde im Krieg angeblich wegen meines Großvaters von der Gestapo ermittelt. Darf ich fragen, wie das damals genau war? Víte, bylo to pro mě strašně těžké období a já na ně neraz vzpomínám. Ich verstehe, dass Sie darüber nicht reden wollen, aber ich würde gerne direkt von den Zeitzeugen etwas über diese Zeit erfahren. No, co mám s vámi dělat? Pojďte dál. Stalo se to těsně po atentátu na Heydricha. Všichni jsme věděli, že se nám Němci krutě pomstí. Kdo to nezažil, těžko tu dobu pochopí. Ať už se v 50. letech nebo později stalo cokoliv, tehdy šlo o život všem. Vy to vidíte úplně jinak dneska. Všichni, všude se píše o tom, jak si ty parašutisti byli hrdinové. Dokonce jste jim v té Heydrichově zatáčce postavili pomník. Das will ich halt nicht fragen. Ich glaube, das ist zu direkt. Und was denken Sie heute über das Attentat? Vždycky jsem byl zásadně proti. Víte, kolik životů nevinných lidí to stálo? 1400 lidí popravili. A ještě vypálili lidice a ležáky pro jednoho Heydricha. Nikdy jsem nepochopil, jak někdo může obhajovat